Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Heute packen wir wieder ein Hobro für den NES aus, und zwar Mushroom. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin da immer ganz schlecht bei sowas. Ja, für das NES mit dem NES Maker gemacht. Und vielleicht erkennt ihr so ein bisschen den Stil, weil von dem, der das Spiel gemacht hat, habe ich schon mal ein Spiel unboxed. Leider noch nicht Let's Played oder auch überlegt, ob ich es im Stream vielleicht solche mal spiele. Und zwar Sharer and the 40 Diebe. Die 40 Diebe. Types. Scythes, ich weiß nicht, wie man das ausprobiert hat. Ne, also, der Crazy Group Trio Games hat das Spiel gemacht und das ist sein zweiter Projekt. Ich weiß gar nicht, ob der sogar schon ein drittes Projekt momentan bei Kickstarter am Laufen hat. Aber was ich schon ziemlich cool finde, ist, dass er einen Stil hat, wie er es macht. Und Kritik, weiß nicht, ob er das von mir hat. Ich habe es erwähnt in dem Unboxing hier nämlich. Und zwar das hier mit dem Layout. Gefällt mir gar nicht. Man sieht die Bilder nicht vernünftig. Das ist irgendwie echt schade zu machen. Hier hat er das besser gemacht. Hier hat er richtig schön gemacht, so wie ich das gerne mag. Einzelne Bilder, untereinander. Noch ein bisschen Cover, also Artwork hier. Text dazu. Richtig schön gemacht. Und auch die von den Burgstudios hergestellt. Das haben die auch schon hergestellt, die Burgstudios. Also mit NES Maker wurde das hergestellt. Und es ist als eine Linie, ne? Hier haben wir auch hier die Figürchen. Das können wir schön zusammen in einer Reihe in der Sammlung hinstellen und es wirkt einfach richtig schön. Und das mag ich halt einfach, dass man dann auch vom selben Hersteller so eine Linie hat, ne? Wenn man dann fünf Spiele nebeneinander hat und die einzelnen Figuren und man sieht das wirklich auch direkt auf ersten, dass es da irgendwie zusammengehört, auch wenn die jetzt inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, also verschiedene Lores haben oder so. Aber es ist derselbe Macher und ich tue sowas immer nebeneinander. Wenn das von einem Entwickler ist, dann tue ich das in der Sammlung auch nebeneinander. Und dann mag ich es dann natürlich auch, wenn es so ein bisschen einheitlichen Look hat, dass man das auch irgendwo erkennt. Tja, das Spiel habe ich mal rangespielt, ist ganz cool, so mit so Rätseln und allem. Wollte ich immer mal auch einen Stream gemacht haben, aber da fehlt einfach die Zeit. Vielleicht mache ich es auch wirklich in einem Let's Play, wo ich mir das vorstellen kann. Im Stream macht das wahrscheinlich sogar mehr Spaß, weil es nicht storymäßig irgendwie jetzt da ja, einzelne Parts zu machen immer schwierig war. Ich mache ja meine Parts auch immer mit einem Text über den Inhalt, was passiert in dem Part, und wenn ich einfach nur Level 1.1 oder Level 4.5 reinschreibe, ist irgendwie kacke. Aber man kann da, denke ich mal, auch in den Streams schön sich durcharbeiten, zur Not, wenn es zu lange dauert, zwei Streams machen oder so. Weil es mal so schwierig ist, wenn man nicht speichern kann. Ich weiß nicht, ob da ein Passwortsystem für existiert. Aber wir sind ja jetzt hier bei dem Teil. Ist ja Jump and Run Metroidvania mäßig. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wie das bei Sharer schon reingespielt hatte, hatte mir Spaß gemacht. Das sah auch ganz cool aus. Ist schon eine Weile her, dass ich das Video dazu gesehen habe. Deswegen nage ich mich jetzt echt nicht drauf fest, was das für eine Art Spiel ist. Aber wir haben ja auch wieder da das Styropor, das Burgstudios produziert. Da ist man gute Qualität gewöhnt. Sie machen super Qualitätsarbeiten. Wir haben ein deutsches Manual, das nicht farbig zu sein scheint. Aber wir haben hier Beschreibungen der einzelnen Kreaturen. Auch Bosse tatsächlich teilweise. Ja, und dann hier für die Unterstützer spezieller Dank. Ich weiß gerade gar nicht. So muss ich mal gerade gucken, ob ich dabei bin. Das sieht mal ein bisschen wenig aus an den Unterstützern. Hatte ich mal irgendwo das angeben musste, von wegen, wie ich denn gerne genannt werden will als Unterstützer. Aber bei dem Spiel, oder das bei dem, ich glaube, das war ganz anderes. Da sind auch irgendwie wenig Leute. Weil viele machen das ja dann nur ab einem bestimmten Tier, dass du ab einem gewissen, also du Geldsumme, dann erst da erwähnt wirst. Und ich bin meistens immer in den da drunter. Und das scheint hier auch der Fall gewesen zu sein. Weil ich meine mich da auch, also nicht mit richtigen Namen, sondern als Fredo Plays habe ich mich da benannt. Aber ich meine, das war auch ein ganz anderes Spiel, was da irgendwie gesagt hat, von wegen, hier, wie willst du genannt werden? Hat mich ganz irritiert, dass ich das gefragt wurde. Ja, also ich sehe es jetzt hier tatsächlich nicht. Wird dabei, wird ein anderes Spiel gewesen sein. Ja.
Aber ich finde das ganz nett, dass sie sowas machen. Mir selber ist das aber nicht wichtig. Deswegen, ich gucke mal, dass ich dann Modul in OVP habe. Mehr brauche ich in der Regel nicht. Manche Sachen sind auch schon coole, aber da wird auch teuer. Ja, das ist immer sehr schwierig. Zum Beispiel, da gibt es dann, ich weiß nicht, der hat glaube ich auch, dass er so Special Edition mit einem goldenen, also irgendwo war es auch mal was, mit einem goldenen Cartridge-Hülle. Hier beispielsweise ein Panzer, der ist ja auch gerade der zweite, ist noch im, bei euch jetzt nicht mehr, ist die Aktion schon abgelaufen, obwohl ich die Aufnahme hier mache, läuft die noch, Kickstarter für Panzer 2. Da gibt es dann auch so mit NES-Controller, eigenen Look, auch ganz cool. Aber das wird mir dann meistens zu teuer. Tja, hier Label, sehr schön. Und wir haben auch schon die neue Cartridge-Hülle, dass wir hier kein Pickel mehr haben. Also für andere, die die anderen Unboxings nicht gesehen haben, könnt ihr gerne mal reingucken, dass die Burgstudie, das hatten vorher, aber hier ist glaube ich ein Pickel. Da ist was. Hier auch so viel, doch hier. Ah, da ist was, da merke ich die Vertiefung. Aber man sieht es gar nicht, es fällt nicht so auf. Und da ist es. Wenn man drüber streicht, hier an der Stelle, merkt man es. Aber man sieht es, dass ich auch mit der Spiegelung, ja, ganz leicht, glaube ich. Ist schon gut gemacht. Aber wir hatten auch so, wie das so Pickel, das hat einfach das ganze Label zerstört. Und das habe ich schon bei anderen Herstellern auch bemängelt. Das ist halt einfach aus dem Spritzguss, ist das so eine Sache. Aber die kann man auch besser platzieren. Also, dass man das quasi mal hier hat oder so. Oder es gibt auch welche, die machen das, haben wir gar nicht, diese Pickelprobleme vom Spritzguss. Ich weiß nicht, kenne mich in den Verfahren da nicht so aus, warum es das gibt oder geben muss. Werden wir vielleicht jetzt gleich nochmal sehen hier. Genau, ne? Hier sowas gibt es dann halt immer dann auch in eine andere Richtung. Und dann steht das halt raus und das ist halt irgendwie doof. Nach innen ist es wurscht, stört keinen, versieht keiner. Nach außen, wenn da so ein Aufkleber drunter ist, ist es halt irgendwie doof. Das zerstört einfach das Label. Deswegen ist das hier schon cooler gemacht. Jetzt will man gerade gucken. Ja, es ist tatsächlich die Stelle. Hier, wo hier so eine Vertiefung ist. Was ist denn hier denn? Ah ja, doch. Da sehe ich zumindest gerade. Mal gucken, ob ich das für euch auch hinkriege. Vielleicht ein bisschen näher ran. Also das sind wirklich so Minimalfehler, sage ich jetzt mal. Ne? Also muss man echt nicht drauf festhalten. Auch wenn ich das jetzt hier gerade so zeige. Aber ich spreche es an, dann will ich es auch zeigen. Das ist ganz schwer. Das im richtigen Winkel, ich sehe es nämlich jetzt auch nicht mehr. Aber jetzt gerade hatte ich es hier gesehen. Also bei dem On ist es quasi. Da sieht man es jetzt. Ne, diese Vertiefung. Ganz minimal, das ist schon sehr viel besser geworden. Wie gesagt, die hatten nur mal etwas, da war da noch so ein Pin, das war nicht nur die Vertiefung, sondern ein Pin guckte da raus und du hast richtig so einen Pickel da gehabt. Deswegen nenne ich die Dinger immer Pickel. Ganz ärgerlich, das hat mich, ich weiß nicht, welches Spiel das war. Hat es sogar Twin Dragons? Kann sogar Twin Dragons gewesen sein. Da müsst ihr aber nochmal in der Unboxing nachgucken. Da hat mich das richtig gestört. Das sah einfach kacke aus. War so ein schönes Label und dann war das damit irgendwie so zerstört. Tja, die Platine von den Burgstudios. Ich sage ich das immer, ist vielleicht jemand, der Unboxing schon, ich habe ja schon einige von den Burgstudios ausgepackt, zeige und gesehen hat, dann langweilig, weil da ändert sich nichts dran, ist immer noch Version 1 der Platine. Aber es gibt ja eventuell auch Leute, die das gerade zum ersten Mal sehen und die finden das noch interessant, wie die Verarbeitung der ganzen Sache ist. Es gibt sehr viele verschiedene Hersteller. Und gerade bei Sega Mega 3 Spielen gibt es da richtig krasse Unterschiede, was die Qualität angeht. Die Mega Cat Studios beispielsweise haben da so E-Proms, die dann unsauber gelötet sind zum Teil. Die laufen und kein Thema, aber da kommt auch hoffentlich bald mal was Besseres. Das übernimmt nämlich der Goombox Shop in Deutschland dann wohl oder Europa generell den Vertrieb und der stellt die dann auch selber her. Also er importiert dann nicht mehr, das hat er in einem Video erzählt auf YouTube. Und er stellt die dann selber her, die Spiele, und importiert die nicht mehr aus Amerika, was dann natürlich sehr viel günstiger ist, als dann mal irgendwelche Importgebühren zu bezahlen. Und der hat halt wesentlich bessere Platinen. Also er hat eigene entwickelte Platinen und die sind echt super. Und da bin ich in den Megacat Studios, sind die dann über den Dragoonbox Shop holt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Er hat das mal erwähnt, dass das kommen wird.
Und dann gibt es dann auch deutsche Cover und so. Da bin ich gespannt drauf. Dann kann man da das besser kaufen als bei Megacat Studios selber. Ja, wie gesagt, gibt es sehr viele Unterschiede. Und deswegen zeige ich das immer mal. Ich finde das schon ist wichtig. Man sieht wirklich daran, ob da Liebe hinter ist oder nicht. Es gibt beispielsweise einen, der, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, PSCD oder so heißen die, da habe ich Foxyland. Da guckt man in das Unboxing von Foxyland rein, richtig mies gemachte Platine, die ist zu breit. Die ist einfach zu breit und passt nicht rein. Ich habe jetzt noch ein Spiel von denen, hier, das unboxe ich gleich auch noch, da hatte ich aber schon reingeguckt, weil ich es, nee, falsche Seite, ne? Weil ich es unbedingt gucken wollte. Ich habe gedacht, gibt dir noch mal eine zweite Chance. Die hatten ein Kickstarter-Projekt, was auch über der Goombox-Shop tatsächlich läuft. Die wollen irgendwie, weiß ich ja, bei Kickstarter, habe ich nicht verstanden, aber irgendwie das wohl nicht machen können. Da hat er das für die übernommen. Ja, da habe ich gedacht, okay, dann guckst du noch mal. Vielleicht hast du einfach nur Pech gehabt bei Foxyland. Und ja, war auch tatsächlich der Fall. Das Spiel habe ich hier liegen, wie gesagt. Thunderpaw. Da müssen wir drüber stehen, wie heißen. Da PSCD Games, so heißen die. Da folgt der Pech. Da muss ich mal gucken. Ich muss immer eine Schlüsselfeilen-Zelt mal holen, was ich immer mal gemacht habe, um ein bisschen von der Platine wegzufeilen. Das Problem ist, der passt nicht in den Slot richtig rein. Der geht richtig schwer rein und richtig schwer raus. Und das tut der Platine nicht gut und dem Plastik Modul Case auch nicht, weil das wird der Schlitz da eng ist und also das auch auseinander gedrückt ist. Deswegen muss ich da von der Platine ein bisschen was wegfeilen. Das ist doof, aber ja, habe ich halt irgendwie Pech gehabt bei dem Modul, wie gesagt. Und bei dem anderen ist es nicht mehr der Fall. Deswegen habe ich halt das Kickstarter-Projekt auch gerne unterstützt. Was ein bisschen schade ist, der Boombox-Shop hat seine eigenen Mega-Drive-Module, aber die scheinen dann nicht auf seine Produktion aus zu sein, weil der Versand dabei nämlich scheiße teuer ist. Ich glaube, 20 Euro Versand wollten die da bei Kickstarter für haben. Wo ich mir denke, wenn der Boombox-Shop das selber herstellen würde, dann wäre der Versand innerhalb Deutschland für mich wesentlich günstiger. Aber so gehe ich davon aus, dass die halt ihre Module hier machen. Das könnt ihr ja gerne mal bei Fuchsland mal reingucken und das Unboxing, das wird folgen. Könnt ihr dann auch gerne mal reinschauen und dann wisst ihr vielleicht, was ich meine, was so Qualitätsunterschiede sind und warum ich tatsächlich dann auch immer wieder sowas hier zeige und auch das 100. Burgstudio-Spiel trotzdem auspacke, weil es vielleicht immer jemanden gibt, der die anderen 99 vorher nicht gesehen hat, aber beim 100. erst dann reinguckt und dann ist es trotzdem spannend. Und ich finde es auch noch spannend, ob die da vielleicht mal Revisions-Updates machen, also Version 1.2 oder 2. noch was oder generell vielleicht mal ganz andere Platinen, wie beispielsweise von Alvas Awakenings. Das sollte also ihr letzte Woche im Unboxing gesehen haben können. Da ist von Retrobit, die haben ja beispielsweise mit Speicherbatterie und so. Da gibt es echt eine Menge verschiedene Sachen und ich finde das Thema einfach auch sehr spannend. Und ja, man merkt viel, bei manchen Sachen hat man das Gefühl, die wollen einfach nur gut Geld machen, weil sie den Homebrew halt mitnehmen und manche, die haben da tatsächlich so ein bisschen mehr Liebe für. Bei ihm hatte ich glaube ich nämlich auch so das Gefühl, ja, okay, der möchte so ein bisschen den Retail-Homebrew halt mitnehmen, aber gerade das hat es vielleicht mal jetzt auch gezeigt, da steckt schon wirklich auch ein bisschen mehr Liebe dahinter. Hat aber noch ein anderes Spiel mal gehabt, das war nicht so schön produziert, also von der Herstellung von Burgstudios perfekt, aber so das Drumherum, da war, ich meine, das wäre das gewesen, wo einfach erstmal nur so ein Flyer drin gewesen war, also einfach so ein Blättchen, kein Booklet oder so. Ich denke, ja, da kannst du schon wirklich mehr draus machen, ne? Gerade für so einen Sammler, da will ich nicht einfach nur so einen Pappkarton haben, der dann irgendwie da hingeklatscht wurde, so vom Artwork her, sondern der möchte dann schon auch ein bisschen was fürs Auge haben. Ansonsten würde man sich das einfach bei itch.to die ROM kaufen. Weil die meisten Spiele findet man nämlich auch wieder da, um einfach nur digital zu spielen. Ja, aber das sind Sammlergeschichten. Deswegen sollte da auch ein bisschen mehr Liebe reinfallen. Was mir gerade so ein bisschen auffällt, hier haben wir bei den Figuren, hier hat der NES-Maker vorne drauf.
finde ich dann auch wirklich schöner, dass es dann hier so einheitlich ist. Weil ich habe meine Spiele beispielsweise immer so rum drin, dass man sie so liest, also einheitlich alles ist. Und wenn ich das jetzt aber andersrum machen würde, dass ich es so rum haben will, dann habe ich halt nicht die Figur hier, sondern das NES-Maker-Symbol. Ich würde sagen, er hat das wirklich schon wirklich mit dem Neuen wesentlich schöner gestaltet, seine OVP, als früher. Aber das ist vielleicht auch einfach so ein Lerneffekt oder auch einfach Kritiken. Vielleicht hat er tatsächlich ja das gesehen und gesagt, ja, okay, das hat er recht mit dem Überlagern, das ist nicht so schön, beim nächsten Mal mache ich das anders. Ein anderer hat er vielleicht aber auch kritisiert und ihm geschrieben. Deswegen, keine Ahnung. Ich finde es aber cool, dass es so wie es jetzt gemacht ist, das finde ich wesentlich schöner. Ich finde auch schön, dass man hier so die Mitwirkenden, die daran teilhaben, das aber wirklich auch hier so darauf verewigt hier hinten. Ne? Also vorne mag ich das nicht, aber hinten gehört sowas für mich auch dazu in der Szene. Also ist schon ganz schön gemacht und ich freue mich schon drauf, das Spiel auch zu spielen. Aber ich habe so viele Spiele, wo ich mich drauf freue. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr hier irgendein Spiel in Unboxing gesehen habt, gesagt habt, passt mal auf, Fireplace, das hätte ich jetzt gerne. Ich hätte jetzt gerne Alva's Awakening. Ich hätte jetzt gerne Alice is das. Dann kann ich ja gerne gucken, okay, dann mache ich erstmal das oder ich mache erstmal das, ne, anstatt beispielsweise jetzt ja Thunderport, was ich vielleicht eher dann gespielt hätte. Aber ab und zu habe ich mal so Wünsche. Eternal Darkness wurde sich gewünscht, dann hatte ich das Spiel zwar nicht, habe ich es mir dann aber gekauft, weil ich es immer auch mal so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Aber da könnt ihr gerne dann auch mal so Wünsche äußern. Dann orientiere ich mich da dran. Wie gesagt, ich will sie alle spielen, ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Und ja, aufhören würde ich wahrscheinlich nie, weil da kommt immer so viel Neues. Ja, so viel dazu, zu dem Unboxing von Masrun. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kennt ihr das Spiel? Schreibt es unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.